Die Firma Bockholdt lud alle Interessierten am Donnerstag, den 12. Mai, zur Roadshow in ihrer Niederlassung im Gewerbegebiet Harxhörn ein. Die Besucher konnten sich über die Leistungsfähigkeit des Unternehmens eingehend informieren. So standen innovative Reinigungsmethoden und Spezialdienstleistungen der Fachabteilungen, wie zum Beispiel Industrieklettern, sowie Glas- und Fassadenreinigung durch Osmosetechnik hautnah bei den Live-Vorführungen im Vordergrund. Auch robotergestützte Luftkanalreinigung, Bodenschleifverfahren oder Schädlingsbekämpfung konnten in Aktion besichtigt werden. Sinn und Zweck dieser Veranstaltung war, einfach zu zeigen, auch mal, dass eine Reinigungsfirma oder das Reinigen nicht bei der Schreibtischreinigung und beim Mülleimer entleeren aufhört, dass es ganz viele andere Tätigkeiten gibt, ganz vielfältig sind, unser Portfolio riesengroß ist, ob es vom Steinschleifen ist, wie Sie gesehen haben, die Trockeneisreinigung, Industriekletterer, Parkettschleifen, alles dieses mussten wir und wollten wir unbedingt mal vorführen, um zu zeigen, Reinigung ist nicht nur Schreibtisch und Mülleimer entleeren. Ja, unser Portfolio ist groß, da wir überall Fachabteilungen haben, überall Spezialisten haben, die wir selber in unserer eigenen Schulungsakademie ausgebildet haben, in unserer Bockholdt Akademie, die wir gerade eröffnet haben, wo wir unsere Mitarbeiter, 6.000 an der Zahl, immer wieder ausbilden werden und ausbilden. Wir gehen von der Schädlingsbekämpfung bis zur Industriereinigung, Klettern, Medical-Bereich, Steinsanierung, alles dieses ist für uns das große Portfolio und nicht mehr nur die normale klassische Reinigung. In einer normalen Unterhaltsreinigung, wenn wir uns angucken, es gibt über 1.000 verschiedene Fußbodenbelege, Fußbodenarten, wo man immer wissen muss, welche Chemie kann ich wo einsetzen, um den Boden nicht zu beschädigen. Ob es ein Marmor, ein Granit ist, ein Linum, PVC, dieses alles zwingt uns, und das ist auch gut so, dazu Schulungen zu machen. Deswegen mag ich auch den Begriff Putzen nicht. Wir putzen nicht, wir reinigen, und das mit geschultem Personal und mit Fachkräften, die bei uns selber ausgebildet werden. Also es war ein Experiment am Anfang. Also unser Niederlassungsleiter Sven Koslowski war am Anfang von der Idee gar nicht so richtig begeistert, weil er sagt, nein, ich bin in Neumünster und da ganz eng verwurzelt. Und jetzt, nach einem Jahr, können wir sagen, es hat sich gelohnt. Das war genau die richtige Entscheidung, hier in die große Metropolregion, auch Hamburg, zu wechseln, weil der Erfolg gibt ihm einfach recht. Also er hat seinen Umsatz deutlich erhöht, wir konnten mehr Mitarbeiter einstellen. Das heißt einfach, wir sind ein Unternehmen mit 16 Standorten, über 6.000 Leute und allein über 500 hier jetzt in Norderstedt. Also wenn man seine Ausbildung hat bei uns, definitiv die Chance auf eine weitere große Karriere im Grunde. Also gibt es ganz, ganz viele Beispiele bei unserem Unternehmen, die bei uns ihre Ausbildung absolviert haben und sich danach sehr, sehr erfolgreich weitergebildet haben und inzwischen Niederlassungsleiter, technischer Leiter und so weiter bei uns geworden sind. Definitiv ein Thema. Weil genau das ist das Medium oder die Plattform, wo wir die Chance haben, unseren Kunden oder potenziellen Kunden, auch Mitarbeitern, definitiv das zu zeigen, was halt über die normale Unterhaltsreinigung, die nach wie vor immer unser Kerngeschäft bleiben wird, hinausgeht. Also was sind unsere Spezialdienstleistungen, womit zeichnen wir uns aus, wo haben wir ein Alleinstellungsmerkmal und was macht uns auch besonders und was macht es eigentlich aus, warum sollte man diese speziellen Sachen auch Spezialisten überlassen. Und das sind in dem Fall wir. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-nord.de.